fügt er sich ein. Ja. Ja, ich finde es nämlich auch, das ist. Und wunderschöne Farben, oder? Ja. Das, also dieses Purpur, Rosa. Mhm. Was ist es? Ich bin farbeblind. Und das ist Mirabelle Sumomo. Ja, ja, ja. Mirabelle. Ja. Und dann und da unten eine Platte, eine runde Platte. Ja. Und wie mein Alt. Meine alte Bank. Ja, ich weiß. Du könntest. Mehr größer, ja. Größer, genau. Ja. Größer. Und die hat eben genau diese Füße. Da bohre ich unten rein. Mhm. Und da stehen die etwa so, damit sie stabil sind. Ja. Und dann wird die Platte geschweißt. Mhm. Zum Verkaufen. Verkaufen. Ja, 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 ja. Mhm. Gut. Ja, nee, die ist schön. Und das bleibt alles. Das ist. Hier ist schön. Ja, ja. Genau so bleibt. Ja. Und hier mache ich den Übergang noch weich. Mhm. Noch ein bisschen weicher hier. Und das gibt wieder eine Welle. Ja? Ja. Ist ja eigentlich auch wieder wie eine Welle. Wunderschöne Maserung. Splintholz, Kernholz. Kernholz, Splintholz. Mhm. Ja? Schöne Farbunterschiede. Ja. Ganz klar. Ja, das wird schön. Freut mich. Und guck, das Ding sieht das super aus, oder? Ja, ja. Würde auch schön so aussehen. Ein Metall da rein. Mhm. Nee, ich mach schon unter rein. Das muss sauber sein, das muss so bleiben. Muss von unten rein. Ja, ist interessant. Ja, das ist unten, Strunk, Erde. Aber ganz groß. Hä? Ja, ja. Oh. Ja, ja, ich weiß. Ja, sehr wahrscheinlich da. Mhm. Ja, und schräg. Muss so stehen. Dynamisch. Und für Stabilität. Ja. Wird witzig. Mhm. Ja. So. Und schön klein. Ja. Also nicht, braucht nicht. Und schön. Und im Prinzip, ja, könntest sogar zu dritt hinsitzen. Mhm. Aber eine Zweierbank. Mhm. Praxis. Zahnarztpraxis. Zahnarzt! Gut. Wäre doch schön, oder? Ja. Hat auch so noch ein bisschen was. Ja, wär schön. Hm. Hier? Ja. Ah, schräge. Verstanden. Und hier die Schräge. Und der geht jetzt ein wenig weiter rüber. Ja, ja. Aber das ist individuell. Ja. So, guck. Hä? Ja, wunderschön. Ja. Wunderschön, wunderschöne Farben. Farben und Leben. Blätter. Blätter, ja, genau. Blätter, guck. Das ist meine letzte Mooreiche aus Irland. Hm. Guck, die zwei gehören. Die finde ich. Guck, den habe ich da weggeschnitten. Ja? Ganz schwarz. Ja, ja. Eiche. Mooreiche. Hm. Ja? Die ist so rumgedreht, ja. Da weggeschnitten. Ach so. Ja, ja. Der und der gehört zusammen. Hm. Ja? Und da habe ich noch mal was draus gemacht. Das ist jetzt der letzte von der Mooreiche. Hm. Da habe ich auch einen ganzen Stamm gehabt. Ist und das nicht fertig, ja? Ah, nein, noch nicht fertig. Ich muss jetzt hier noch fertig machen. Mhm. Das muss ich noch fertig schleifen. Das ist jetzt ja, 50er Papier. Mhm. Also es verändert sich nicht mehr viel. Also die Grundfigur, die bleibt. Und das kommt noch weiter hoch. Das geht genauso hoch wie hier. Ja. Und ich liebe diese Rückseite da. Die ist super. Die Naturseite. Ja, das ist ganz. Da. Auch da wieder. Gewachst? Gewachst? Ja. Ja, da war so ein Knorzel. Hm. Weißt du, wo so wieder kleine Äste rausgetrieben hat? Mhm. Das ist super. Ja. Und völlig unscheinbar. Und da drinnen, boah, diese Farbe, diese. Und wenn ich das ganz fein geschliffen, also 400er geschliffen und haptisch, super.
kriegt es was Mystisches, was so aus einer anderen Zeit. Mhm. Das Stück kann 1000 Jahre alt sein, 2000, weiß ich nicht. Kann auch nur 300, 400, aber auf alle Fälle 300, 400 mhm. Jahre alt sein. Ich weiß nicht, ob ich die fertig mache. Ist noch nicht sicher. Ja, das ist okay. Das ist egal. Das ist egal. Wenn ich muss, ich will hier vielleicht noch kleine fertig machen. Mhm. Eben so ein paar kleine noch. Ja, ja. Das ist gleich, vom gleichen Holz wie hinten die fertige. Ach so. Ja, ah. Die gehört dort dazu. Mhm. Eben dann einfach wieder so. Auch da später auf dem Stab. Auf dem, da, hier. So auf dem Stab. Ja. Ja? Mhm. Und ganz, ganz einfache, große Formen. Aber muss ich schauen, ob ich noch hinkomme. Gut. Ja. Und das, guck, das ist, muss ich mal anschauen, das finde ich, find ich witzig. Von hier? Ursprünglich wusste ich gar nicht genau was. Also wollte ich mehr Form. Mittlerweile auch schon wieder Welle. Auch schon wieder an eine Welle gedacht. Aber auch wieder an ein Meerungeheuer. Oder ein Wesen. Weil hier Augen, hier Auge, hier Mund. Ja? Das heißt, ah, ja? Ja. Ja? Kann ich kann auch eine Riesenwelle, wo ein Surfer da drin vielleicht surft, mir vorstellen. Mhm. Und jetzt immer arbeiten mit den Farbunterschieden. Ja? Mhm. Aber noch viel, das ist noch viel zu tun. Schön. Ja? Ja. Und die gehören wieder zusammen. Das ist jetzt der letzte. Ach so. Ja? Mhm. Und selbst das, der ist weiter oben von dem Baum. Das ist ziemlich unten, das ist Fortsetzung und das ist schon weiter oben. Mhm. Und der, genau, und der genauso. Und der gehört auch dazu. Da, genau der. Das ist ein Zwischenglied. Sehr wahrscheinlich von hier. Mhm. Ja? Und die anderen zwei auch. Das ist der unterste. Ah, wer ist denn das? Das ist der unterste und das ist die Fortsetzung. Mhm. Und dann kommt sehr wahrscheinlich die anderen zwei. Und eine habe ich verkauft. Und dann kommt das. Also das war ein Stamm. Ah. Könnte man schön zusammenfügen. Ja, schön. Ja, und die. Das sieht richtig. Man muss sie einfach anders hinsetzen. Mhm.